Wir fahren jetzt Richtung 118 Kollektor. Schöne deutsche Autobahn, natürlich voll und 120. Genauso wie man sich das wünscht mit 808 PS, oder? Ja, voller Krise. Ja, richtig so. Aber es ist schon krass, wenn man so drüber nachdenkt, dass das Auto hier 808 PS hat, also 800. Das ist viel. Es ist echt viel. Also es ist schon, ne, crazy. Aber gut, wir haben das Huracan STO-Modell hinter mir. Das haben wir natürlich mit für 118 Kollektor. Und mal gucken, ich bin mal gespannt, wie wir den ganzen LKW so reinkriegen. Ich würde sagen, wir genießen jetzt erstmal die 1 Stunde 20 Minuten Fahrt, die wir vor uns haben. Rollen hier hin, reden ein bisschen miteinander, singen ein paar schöne Lieder zusammen, ein bisschen Karaoke, vielleicht noch einen kleinen Picknickstopp. Okay? Ja, gerne. Findest du das gut, Luis? Ja, sehr schön. Das freut mich wirklich sehr. Wir dachten, wir haben jetzt gerade einmal kurz die Chance, vielleicht mal kurz zu beschleunigen mit dem Challenger. Haben wir nicht wirklich. Wir haben ein kleines Stück. Das geht schon geil, oder? Ja, Mann. Ah, jetzt da vorne kommt eventuell doch ein bisschen Platz. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Denn wir, Luis und ich, sind natürlich vernünftig und erwachsen und warten immer, bis freie Strecken da sind. Richtig? Richtig. Aber jetzt haben wir vor uns so einen schönen Audi, der eigentlich einfach nur links fährt, aus Prinzip, und nicht rüber möchte. Sowas finde ich dann doch nicht ganz so sympathisch. Uncool. Ein bisschen. Aber gut, jetzt kommt eh gleich eine Baustelle, so wie ganz Deutschland gefühlt. Und mal gucken, ob wir dann vielleicht auf dem Rückweg mal ein bisschen... Weißt du, so? Ja, bestimmt. Ja, glaubst du? Ja. Das freut mich, Luis. So, wir haben doch nochmal ein Stück freie Fahrt. Das Ding marschiert oben rum, schon ganz schön brutal. Und dann ziehen wieder Leute rein. Also gleich, deswegen bremsen wir früh. Richtig, Luis? Kannst du ja mal zeigen, wie viel Abstand da noch ist, dann sieht man nämlich, wie sicher wir unterwegs sind. Ist toll, oder? Ja, wir sind gar kein Stress. Gar kein Stress, also sowas. Aber weit ging ich jetzt über 5 Mal so weit aus. Das Ding klingt schon geil und geht auch echt gut. Keine Ahnung, was das jetzt waren. 240 vielleicht? 230, 240? Keine Ahnung. Irgendwie sowas um den Nähe, da haben wir übrigens schon eine Berge. So beautiful. Kannst du mal nicht so von unten filmen, sehe ich dick aus. Dankeschön. Das ist die Kleinkette. Bin ich ja auch. Also wir sind jetzt gleich da, müssen nur gucken, dass wir die Ausfahrt nicht verpassen, beim lieben 118 Kollektor. Und gucken mal, was da so abgeht. Er meinte nur, ich muss aufpassen, die Auffahrt ist sehr steil, was natürlich perfekt ist. Aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Wo ist das denn? 3 Tage später. Wir sind jetzt in einer der geheimen Garagen vom lieben 118 Kollektor. Und hier stehen ein paar coole Autos, oder? Ja. Hier haben wir ein A3. Können wir mal kurz bitte raten, dass die Autos hier selbst foliert werden? Würdest du das hinkriegen? Nee, keine Chance. Hab ich mir schon gedacht, Luis. Das ist auch echt so ein Kritikpunkt bei dir. Ja, sorry. Ja, das musst du können. Ja, dann gib mir 2 Jahre, ich lerne es und dann komme ich wieder. 2 Jahre? Das weiß ich nicht. Aber Audi A3, dann haben wir hier einen Opel Speedster, richtig? Ja. Sehr gut. Hey, weißt du, hier wollen dann nicht alle so vor die Kamera. Ist auch gar nicht unangenehm, alleine vor denen so bescheuert in die Kamera reinzureden, oder? Ja, du machst es. Ich kann dazu nichts sagen. Ja, du musst ja auch reden. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier noch einen A3. Richtig? Richtig. In einer sehr, sehr, sehr geilen Farbe. Wie heißt die Farbe? Wasabi Green. Wasabi Green. Also ist ganz schön spicy, das Ding. Und da haben wir noch dein Auto. Du kannst ja was sagen. Ja. Was ist das? Das ist ein Ford Focus ST. Ganz genau. 280 PS. Und wo hast du die Inspiration her von den Felgen? Das ist vom STO Pistol. Ah, das ist ja kritisch. Also, was wäre dein Favorite? Was willst du mitnehmen? Den da. Echt jetzt? Ja. Fairplay würde den mitnehmen. Finde ich am coolsten. Oder Speedster. Speedster stimmt auch geil. Okay, wollen wir mal zu den kleinen Autos switchen? Gerne. Jetzt wird es alles nochmal ein bisschen kleiner. Hallo. Das ist der liebe 118 Kollektor, die lebende Legende himself. Wie geht's dir heute? Ja, super. Danke. Sehr schön. Ja auch, ja. Perfekt. Also ich bin wirklich, ich habe gemerkt, dass ich kein Talent habe, nicht kreativ bin und eigentlich gar nichts kann, werden jetzt mit Sicherheit auch viele sagen, das stimmt. Nee. Ja, wir sind auf jeden Fall bei dir jetzt mal und es ist unfassbar crazy.
Also, ich habe ein paar Fragen für dich, wenn ich darf. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 24. Okay, wie viele Freundinnen hast du? Ja, also eine. Acht. Ich sage jetzt eine, weil das Video sieht ja. Sehr sympathisch, finde ich gut. Okay, aber die wichtigste Frage, wie viele Modellautos hast du? Ungefähr 120 sind es jetzt. Also, ja. 120 Stück. Allein wenn man da hinschaut, das ist crazy. Ja, da gibt es gleich noch einen Capon, würde ich sagen. Haust du da einen Capon raus? Ja. Finde ich sehr gut. Da musst du aber auch ein Reel machen, damit er was davon hat. Ja, kriegen wir. Sehr schön. Ja, also, erstmal, wir sind ja hierher gekommen. Deswegen, einfach weil er einfach mal hier aus Prinzip Hug the Truck nachgemacht hat. Und das ist wirklich unfassbar. Also wenn ihr jetzt noch nicht hier Insta gefolgt habt, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Weil diese Love and Dedication hierzu ist echt brutal. Wie lange hat es dich gedauert? Etwa? Oh, also zu lang. Schon Wochen, auf jeden Fall. Das ist schon echt krass, Mann. Vor allem Mini Hot Rod auch. Ja, ja. Saugeil. Das finde ich echt mega cool. Ich habe immer so Angst, die Sachen anzufassen irgendwie. Ja, es hält jetzt nicht so wie der echte, aber ach so, okay. Es geht schon. Also. Aber der hat sogar Licht. Ja, er hat sogar Licht, ja. Also können wir schon mal einschalten. Also da ist so ein Lichtsensor. Ultra geil. Boah. Ultra, ultra, ultra geil. Ich muss sagen, es ist auch ein bisschen schwer für mich hier zu reden, ganz ehrlich. Weil ich bin wirklich noch ein bisschen überwältigt von dem ganzen Zeug hier. Weil, das heißt Zeug von Kunst. Du bist jetzt ein Künstler. Ja, weiß. Würdest du sagen, du bist Künstler? Ja, Künstler auf eine besondere Art halt, ja. Besondere Art. Und dann, Luis, wollen wir mal da runter gucken? Ja, gerne. So, da musst du jetzt, wenn es okay ist, so einen kleinen Walkthrough machen. Was hast du gemacht, was ist was? Luisa? Ja, also die Garage besteht eigentlich aus Holz. Also eigentlich eine Box, in die man reinsehen kann. Mhm. Was wir hier haben, sind von billig bis teuer. Also man kann auf jeden Fall auch mit billigen Modellen viel anfangen. Hier die ganze Garage. Es gibt ja diese ganzen Modelle, also zum Beispiel hier haben wir jetzt ein Modell, das geht jetzt zu öffnen. Mhm. Sind schon ziemlich viele Feinheiten. Krass. Wie viele Modelle sind hier schon kaputt gegangen? Ja, also Spiegel und so sind eigentlich das meiste, das abbricht, aber die sind ja nicht kaputt, die kann man dann wieder kleben. Was jetzt ganz also dramatisch wäre, also das ist ein Plastikmodell, das zum Beispiel ist so ein Gussmodell. Mhm. Wenn das jetzt runterfällt, dann zerbricht alles. Also hier sieht man das zum Beispiel, das ist so ein Guss, wenn dir das Modell, das wiegt auch was, wenn das runterfällt, dann bricht das ziemlich sicher auseinander. Ja. Voll nur mal so, einfach ein M3 Touring gebaut, obwohl es kein M3 Touring gibt. Ja. Das ist wirklich crazy. Und das ist ein RS4 gewesen. Also ja, also das Dach ist vom RS4. Das Dach ist genau hier abgeschnitten. Also hier ist die Schnittstelle. Ab hier geht es weiter vom RS4, das Dach. Und ja, hier ist auch noch der Schnittpunkt, ja. Also da kann BMW sich mal eine Scheibe bei dir abschneiden, denn die haben noch kein Modell rausgebracht. Ja. Frechheit. Wirklich so. Es ist so krass. Da unten ist übrigens auch die Gear Collection. Schau mal an. Ja, Gear Collector Michi. Es ist crazy, was du machst. Es ist echt unfassbar. Ist wahrscheinlich doof, aber was ist dein Lieblingsmodell? Ja, das fragen sehr viele. Es ist auch sehr schwierig, aber da ich ein sehr großer Lambo-Fan bin und Aventador-Fan, der SV eigentlich, aber seit es den SVJ gibt, jetzt eigentlich das Modell speziell. Ist passend, dass wir unseren verkauft haben. Ja. Das ist auch sehr geil, die Details. War sehr angenehm, das Video zu sehen. Ja. Da bin ich viel im Schmerz. Das heißt aber nicht, dass keiner wiederkommt. Ja, ja. Das ist echt crazy, Mann. Und der Plan ist ja, dass dieser liebe junge Herr alles nachbaut. Mhm. Die ganze Sammlung. Und das ist krass. Es ist echt krass. Du musst eigentlich echt da ein Geschäft draus machen. Ja, musst du, oder? Ja. Jeder, der ein Auto hat, würde es mega geil finden, ein kleines Modell von seinem eigenen Auto zu haben. Voll. Sowas von. Also echt. Oder man macht mal so eine, können wir mal zusammen machen als Kooperation, so 10 Modellautos. Ja. Und dann verlost man, verschenkt oder verkauft. Das wäre auch eine Idee, ja. Das wäre vielleicht auch ganz geil. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt, aber nur, wenn ihr 1.18 Collector folgt. Ja. Ganz wichtig. Hier geht es natürlich weiter, sogar mit Anhänger. Also. Ja. Warum ist ja auch nicht so easy, weil viele Modelle gibt es ja einfach auch noch nicht, oder? Ja, also ich wäre schon dabei, manche
Modelle 3D zu drucken zu lassen, aber das Problem ist einfach alleine die Datei zu kaufen. Mhm. Also ich habe jetzt geschaut für meinen Ford Focus ST, da gibt es kein Modell, nur das Limousinenmodell. Das wollte ich eigentlich 3D drucken, da ich jetzt einen neuen Drucker habe. Da kostet das Modell, also das, die 3D-Datei kostet 900 Euro. Oh. Ja. 900 Euro? Ja, mit in den Raum. Und da. Krass, Mann. Da habe ich dann die Datei. Ja. Da muss ich es noch drucken und alles lackieren. Die ganzen Scheiben muss ich dann selber machen. Also. Brutal. Ja. Es ist so cool. Ich glaube, ich könnte mich hier so für ein paar Stunden verpieseln. Das ist einfach so viel Aufwand, so viel Respekt dafür, ey, wirklich. Ja, Felgen und so, kein Problem. Also, kein Problem, es gibt sehr viele 3D-Druckdateien von Felgen oder auch Spoiler. Aber ein komplettes Modell zu drucken ist immer eher teurer. Also es gibt ja noch kein richtiges, also doch gab es ja, 992 GT3 gab es ja ein Modell, das war aber ausverkauft, glaube ich. Ja, genau. Das heißt, könnte man theoretisch einen 911er nehmen, 992 und den Rest 3D drucken? Wird schon gehen, aber es kommt bald wieder ein 992 Modell raus. Also das dauert jetzt nicht mehr lange, das Modell liegt dann bei 40, 50 Euro, also Es geht relativ gut. Was das Problem beim anderen Modell war, das ist eigentlich... Bei diesen ganzen Modellautos. Also das zum Beispiel Mini-Champs, das ist diese Firma, diese Modelle kosten anfangs um die 100 Euro. Die sind aber alle limitiert, schreiben die halt mal, ob so ist, keine Ahnung. Aber das war dann das erste und das einzige 992 Modell vom GT3, das rauskam. Ja. Und deswegen machte das so einen Abgang, dass auch die Preise so hoch stiegen. Ja. Und deswegen ist das auch so teuer geworden. Also dieses Modell habe ich jetzt wieder gesehen, 600 Euro. Boah. Für das eigentlich das Modell am Anfang 100 gekostet hat oder 150. Das ist echt krank. Ja. Von du hast ja im wahrsten Sinne des Wortes vom Wert wahrscheinlich einen Kleinwagen hier drin stehen. Ja, schon, ja. Also wenn man jetzt von jedem Modell den Neupreis rechnet und die Garage, also alleine die Garage, die wurde jetzt schon dreimal umgebaut, die ganzen LEDs. Die Folien, auch sogar separat ein Handy gekauft, nur für die Garage. Also von alleine, ne? Ja, unten auch nochmal. Ja, unten auch nochmal, ja. Also alleine in diese Garage, würde ich sagen, sind schon ungefähr 1500 Euro reingegangen, nur in die Garage. Und dann mit den Modellen, mit dem ganzen Zeug, mit den 3D-Druckern, die ich dafür brauche und so, also würde ich schon sagen, dass das auf die 10.000 hingeht. Und das ist dein Drucker? Das ist ein Filamentdrucker. Ach so. Das in dieser Rolle ist so ein Faden drin. Der druckt dann, aber eben die Qualität, die passt so, aber für diese Modelle, die ich baue, ist das einfach zu ungenau und zu grob. Ja. Also jetzt verwende ich einen Harzdrucker. Okay. Da gibt man in ein Bett das Harz rein. Okay. Und das wird durch UV-Härtung dann ausgehärtet und die sind dann schon echt total fein. Das ist echt crazy. Insane. Ja. Vor allem, wie man die Autos auch auseinanderbauen kann, ist krass. Mhm. Also der wurde gerade gestern lackiert, der M4. Ja, der hatte eigentlich diese Farbe hatte der. Die wurde so umlackiert, ja. Den habe ich nur für Ersatzteile mal aufgehalten. Achso, das ist nur so Spare-Parts. Ja. Krass, ey. Ja. Den Urs hast du ja auch... Ist er lackiert oder foliert? Der ist lackiert. Krass. Also die Carbon-Teile sind bei dem foliert. Ja. Bei anderen Modellen... Also es gibt ja viele verschiedene Varianten, die das Carbon zu machen. Was ich selber noch nicht probiert habe, aber jetzt zum Beispiel beim Aston Martin anwenden würde, die Carbon-Teile... Ja, es klingt vielleicht lustig, aber über den Spiegel kann man so einen Strumpf, also eine Strumpfhose, ja. Also eine Strumpfhose drüber spannen und dann auf schwarz, wenn der schwarz lackiert ist, mit Silber drüber nebeln und dann hat das den kleinen Carbon-Effekt. Das ist clever. Weil man kann es auch ins Wassertransfer druckbar, das hab ich gesehen, das kann man das ja auch eigentlich rein. Ja. Aber es gibt ja nur die Schablonen von dem großen Carbon und die große Struktur vom Carbon, die eigentlich auf den echten Autos ist, die sieht ja dann auf den Modellautos nicht gut aus. Einfach zu groß. Echt crazy. Ja, das ist sprachlos, du? Ja,
Absolut krass. Also wirklich. Also, ich weiß auch echt nicht, was ich sagen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall wird es bei uns eine riesen 1.18-Kollektor-Ecke geben. Wir müssen auch so ein riesen Logo haben. Das muss einfach. Da gibt es auch keinen Weg rum. Ja. Allein schon wegen dem Teil. Vor allem, der hat auch Innenraum. Ja, ja. Also, kann man das eigentlich sehen? Ja. Muss man denken. Also, wir haben das Ding ja bestellt, ne? Und dann hat der liebe 1.18-Kollektor alles hier, es war nur der Basisaufbau vom Hänger und er hat alles nachgebaut. Guck mal da rein. Er hat die Lounge nachgebaut. Einfach die Lounge nachgebaut. Da bin ich drin gesessen. Ja, das saß du Luis. Also nicht genau da, aber alles einfach. Also ich glaube, der Typ kann was. Ja. So ein bisschen was. Krass, ja, der erste LKW. Also vorher auch noch nie gemacht. Willst du noch einen LKW machen? Ja, aber in einem halben Jahr so. Okay, alles klar. Ja, krass. Oh, ja. Ich glaube, wir brauchen mal kurz eine kleine Pause alle, oder? Ja, gut. Gerne. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Abendessen. Wo geht's hin? Hütteck. Wie bitte? Nach Hütteck. Hütteck. Ja. Da fahren wir jetzt hin. Gemütlich zusammen mit dem Challenger. Vor uns ist der Speedster. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Hast du da einen Nürburgring-Sticker hinten drauf? Ja. Ah, ich bin schon Nürburgring gefahren. Nein. Dann darfst du es nicht. Ja, ich war's. Eieieiei. Ein paar Bilder sollten wir auf jeden Fall auch noch machen, denn Luis sagt, die Landschaft ist schön. Ja. Sagt Luis das? Das sage ich. Okay, das freut mich, Luis. Traumhaft. Traumhaft einfach hier. Wonderland. Ja. Was filmst du mich die ganze Zeit? Ja, du musst reden. Wie scheiße. Entertainment, komm. Auf. Hallo. Schön hier, oder? Sehr schön. Ich find's auch ein bisschen romantisch. Sehr romantisch. Nicht mit. Na, komm. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal was Kleines essen. Und danach, wenn das Licht noch da ist, gibt's vielleicht noch ein paar Bilder, oder? Ja, gerne. Sehr schön. Ich muss leider ein bisschen komisch sitzen aus Lichtgründen. Richtig, Luis? Ja. Ich war jetzt wie eine Oma. Wir waren jetzt schön essen. Das war auch wirklich sehr lecker. War auch sehr nett mit der, wir sagten nicht von lieb sagen. War sehr, das kann man nicht sagen, Alter, mein Deutsch heute ist aber auch wirklich nicht am Start. Es war sehr angenehm, eine sehr schöne Zeit mit der 1.18 Collector Family Base, sag ich mal. Sehr nette Leute auf jeden Fall. Hat gut geschmeckt, Luis. Sehr gut. Dein Hals noch weh vom Verschlucken am Getränk? Ja, ich habe so eine kleine Inkompetenz immer mal hier wieder, dass ich mich verschlucke. Und dann huste ich. Guck mal hier drauf, das SRT, das leuchtet FI King Rot. Schaut euch das mal an. Ist geil. Es sieht saugeil aus. Und ich sag's euch, die Straßen hier, ne? Also wir müssen echt mal wiederkommen mit einem, ich will jetzt nicht sagen, dass der Challenger kein vernünftiges Auto ist, aber mit einem Auto, was auch Kurven fahren kann. Weil das findet dieses Auto hier, müssen wir hier gerade auf, findet dieses Auto hier nicht so lustig. Und das Licht abends von dem Auto ist auch nicht so gut. Geht nicht mal mit um die Kurve. Das ist man heutzutage mit deutschen Autos schon wirklich verwöhnt. Ah ja, sonst muss man echt einfach sagen, 1.18 Collector, wenn du siehst, sehr sympathischer Dude. Und einfach crazy, was da für Zeit reingeht. Und einfach diese Passion zu den Modellautos, das ist insane. Truck ist angekommen, ohne Kratzer, perfekto und sieht einfach mega geil aus. Den Shuttle vielleicht noch ein bisschen adjusten und der Urs ist natürlich auch da, aber ich glaube, das Wichtigste für uns beide ist jetzt nach Hause zu fahren, zu pennen. Ja. Du hast noch relativ weit, ich habe noch relativ weit, deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Luis, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Pass auf dich auf, komm gut nach Hause und ihr, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like, die Glocke und so weiter und so fort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.